Hallo und willkommen zu Table Quest. Wir haben den 3.3.2021 und Ausgabe 53 ist genau heute im Handel erschienen. Mit der heutigen Ausgabe bekommen wir, nachdem wir in den letzten Ausgaben schon mal zwei Bikes bekommen haben, endlich das dritte und vermutlich auch letzte Bike in der Conquest-Reihe, mit dem wir unsere Einheit vervollständigen können. Wie ihr sehen könnt, ist das der gleiche Rahmen wie die letzten beiden. Ist nichts Besonderes. Können wir also direkt zur Seite legen. Gut, dieses Mal werden wir wieder jede Menge Geschichte haben, also Hintergrundinformationen zu verschiedenen Sachen. Daher lasst uns doch gleich mal anfangen. In dieser Ausgabe bekommen wir dann Hintergrundinformationen zu den White Scars. Ja, galaxieweit gefürchtet für ihre motorisierte Kriegsführung. Die White Scars sind ein Orden, die sind zum größten Teil auf Bikes unterwegs oder in Panzern. Die kommen selbst von einem Urzeitplaneten, von dem man sagen könnte, auf diesem Planeten leben halt zum größten Teil Völker wie die Hunnen. Ich glaube, mit dem Hund könnte man die am besten vergleichen. Halt viel mit Pferden unterwegs und so. Wenn euch der Orden interessiert, lest es euch ruhig mal durch. Da ist durchaus interessanter Hintergrund bei. Dazu bekommen wir nochmal eine kurze Geschichte zu den Dark Angels und ihrer ewigen Suche nach den gefallenen Engeln. Eine kurze Geschichte über Scoutbiker. Ist jetzt nicht so prickelnd. Und anschließend noch einmal einen Einblick über die außerirdischen Xenos-Völker des Warhammer 40k-Universums. Hier haben wir zum Beispiel ein schönes Artwork zu den Necrons. Aber da gibt es natürlich noch mehr, wie zum Beispiel die Dark Elder, die Tyranniden und die normalen Elder. So. Die Elder an sich könnte man wie sowas wie Hochelfen im Sci-Fi-Bereich vergleichen, genauso wie die Dark Elder natürlich wie Dunkelelfen. Sprich das genaue Gegenteil. Während die hier versuchen, ihre Emotionen auszuschalten und ihre Seelen vor dem Chaos Godzlanich zu schützen, sind die hier zum Beispiel richtig miese Drecksäcke. Wenn es euch interessiert, schaut euch das ruhig mal auf der GW-Seite an oder sucht auf YouTube mal zur Dark Elder Lore. Die sind schon recht heftig, die Jungs. Gut, als nächstes bekommen wir ein besonderes Charaktermodell wieder vorgestellt, nämlich Horticulus Slimux. Das ist der Obergärtner im Garten des Nörgel. Der hat auch ein sehr cooles Modell. Schaut mal hier. Lustigerweise auf so einer fetten Schnecke reitend. Wenn vorne noch ein Nörgling als Leckerli vorgehalten wird, damit sich das Vieh auch bewegt. Ja. Gut, als nächstes haben wir für das Bike die Bauernleitung. Haben wir auch schon gehabt, daher überspringe ich das einfach mal. Genauso wie auch die Bemalanleitung. Sollte auch schon beim letzten oder vorletzten Mal dabei gewesen sein. Jo. Als nächstes bekommen wir eine neue Mission, in der dann die Bikes gegen die Drohne und den Crawler antreten. Und das war es dann auch schon für die Ausgabe. Ganz am Schluss nochmal die Vorschau, nämlich auf Nummer 54, in der dann Typhus erscheint. Das neue Charaktermodell, oder was heißt neu, ist jetzt schon ein, zwei Jährchen alt,
aber immer noch eins der geilsten Nurgle-Modelle. Und in Ausgabe 55 bekommen wir neues Mechanikus-Gelände, nämlich Alkomid-Rohre. Wird sich gut in die restlichen Sachen, die wir schon haben, einfügen. Und unser Schlachtfeld wächst weiter. Gut. Ich habe es diesmal versucht, relativ kurz zu halten, das Video. Wenn euch das soweit gefällt, dass es ein bisschen schneller geht, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten Daumen nach unten mit einem kurzen Kommentar, was ich verbessern könnte. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Bye.